Im Spatzsommer sind die vier Kandidaten von der SVP von der Delegiertenversammlung nominiert worden. Es hat jetzt jeder von diesen vier Kandidaten hat da Gelegenheit, sich in rund 3 Minuten zu präsentieren. Unser vierter Kandidat ist der Matthias Stutz, arbeitet in einem mittelgrossen Betrieb und ist seit ein paar Monaten Gemeindepräsident von einer Schwerpunktgemeinde in unserem Bezirk von Martalen. Danke vielmals, Ueli. Geschätzte Männer, geschätzte Frauen, geschätzte SVPler, liebe Gäste. Ich habe 3 Minuten, das ist nicht viel Zeit, entspricht aber genau meiner Einstellung zu einer gesunden Politik. Ich bin überzeugt, wenn man den Politiker ein bisschen Zeit wegnimmt, der Verwaltung ein bisschen Geld wegnimmt, kommt es nicht so halb schlecht. Es heisst noch lange nicht, dass wenn man lang und viel schwätzt und viel Geld ausgibt, die Entscheidungen nachher besser sind. Mein Name ist Matthias Stutz, ich habe 4 Kinder, bin 43, arbeite seit bald 20 Jahren als Geschäftsführer in einem technischen KMU in Winterthur. Wir erbringen Dienstleistungen für Industrie und Gewerbe. Glauben Sie mir, ich weiss, was es heisst, auf Zeit und Geld zu schauen. Oder in meinem Fall auf den Stutz zu schauen. Unsere Kunden sind in einem permanenten Kostendruck unterworfen. Und das spüren auch wir. So müssen wir uns täglich neu erfinden und schauen, dass wir unsere Ausgaben im Griff haben und für unsere Kunden das Maximum erreichen. Eine gute Zusammenarbeit zwischen Lieferanten und Kunden ist das A und O, wenn wir effizient sind. Als Gemeindepräsident von Martalen weiss ich, dass es an der guten Zusammenarbeit zwischen der kantonalen Verwaltung und den Gemeinden nicht immer so ist. Vorher bin ich 6 Jahre Hochbauvorstand gewesen. Ich weiss, dass die Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und den Gemeinden noch Optimierungspotenzial hat. Ich weiss auch auf welcher Seite. Ja, liebe Wieländer, meine Führungserfahrung im Unternehmertum, meine offene, lösungsorientierte Art möchte ich für Sie, für Ihre Gemeinde, für unser Wieland einsetzen. Es ist mir wichtig, dass wir im Wieland attraktive Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze haben. Und ich bin überzeugt, dass wir unserer Region gut schauen können. Das haben wir bewiesen. Das haben unsere Vorgänger bewiesen. Und wenn von Zürich Leute kommen und meinen, sie müssen uns zeigen, wie das geht, dann haben die Leute wahrscheinlich vorige Zeit. Und wenn wir die Leute bei den kantonalen Verwaltungen wegnehmen, und da hat sehr viele gute Leute drunter, da bin ich überzeugt, und der Wirtschaft geben, dann haben wir Geld gespart und brauchen erst noch weniger Zuwanderung. Machen Sie es also am 24. März wie heute. Sie sind heute im nördlichsten Bezirk vom Kanton, also ganz oben. Sie sind in der nördlichsten Gemeinde vom Bezirk, also ganz oben. Nehmen Sie am 24. März die Liste, wo ich drauf bin, ganz oben, Liste 1. Danke vielmals.